Hallo, 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 hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Maria, ich bin Deutschlehrerin und dein Sprachcoach. Ich habe etwas ganz Tolles für dich vorbereitet. Die Top 5 deutschen Sätze, die viele leider falsch aussprechen. Und das sind nicht einfach irgendwelche Sätze, sondern Sätze, die du jeden Tag brauchst. Und es wäre ja super schade, wenn du gerade diese Sätze falsch aussprechen würdest. Möchtest du mit mir zusammen üben? Dann lass uns beginnen. Los geht's! Bevor wir mit dieser Lektion starten, möchte ich dich darauf hinweisen, dass du alle Sätze aus dem heutigen Video in meinem kostenlosen PDF findest. Du kannst es herunterladen, wenn du auf den Link unter diesem Video klickst. Trage deinen Namen und deine E-Mail-Adresse ein und dann bekommst du das PDF mit den ganzen Infos. Und das ist noch nicht alles. Zu jedem Satz habe ich ein Audio aufgenommen, damit du noch besser üben kannst. Sobald du dieses PDF heruntergeladen hast, schreib mir bitte einen Kommentar, wie es dir gefallen hat. Ich habe mir wie immer viel Mühe gegeben. Dann fangen wir mit dem ersten Satz an. Du wirst vielleicht überrascht sein, dass dieser Satz so einfach ist. Aber du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Aussprachefehler ich schon gehört habe. Unser erster Satz lautet: Hallo, hallo, hallo. Ja, ein ganz einfaches Hallo. Was kann man dabei falsch machen? So einiges. Fangen wir mal mit dem ersten Laut an. Und was bedeutet eigentlich Laut? Damit meine ich das Nomen, der Laut, und nicht das Adjektiv laut. Laute sind das, was wir hören. Und Buchstaben sind das, was wir schreiben oder lesen. Man unterscheidet zwischen Konsonanten und Vokalen. Hier sind ein paar Beispiele für Konsonanten. B, D, W, P, T, F. Und hier sind ein paar Beispiele für Vokale. A, O, U, I, Ö. Kennst du noch andere? Schreib sie gern unten in die Kommentare. Das Wort Hallo beginnt mit einem H, aber im Deutschen wird dieser Konsonant ganz sanft ausgesprochen. Du darfst nicht zu viel Kraft anwenden. Ich weiß, es kann sein, dass es in deiner Muttersprache ganz anders ausgesprochen wird. Aber wir lernen ja Deutsch. Du kannst auch einen kleinen Zettel nehmen und diesen vor deinem Mund platzieren. Schau bitte, dass sich der Zettel nur minimal bewegt, wenn du Hallo sagst. Hallo. Hallo. Das ist ganz leichtes Ausatmen. Hallo, hallo und herzlich willkommen. Das nächste Problem hat sich in der Wortmitte versteckt. Im Deutschen gibt es nur eine einzige Aussprachevariante von L, nämlich die weiche Variante. Die Zunge befindet sich dabei hinter den oberen Zähnen. Keinesfalls unten. Nein, nein. Sag also niemals Hallo. Nein. Das klingt falsch. Das klingt nicht deutsch. L, 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 l. Siehst du, wo meine Zunge ist? Sie ist oben. L, 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 l. Hallo. Hallo. L, l, l. Hallo. Ich hoffe, du sprichst mir die ganze Zeit nach. Merke dir bitte das sanfte H und das weiche L in der Mitte und dann wird es schon klappen. Noch das letzte Mal alle zusammen. Hallo. Sehr gut, du hast Talent! Wenn dich übrigens das Thema deutsche Aussprache interessiert, dann wirst du mit Sicherheit viel Neues in meinem Aussprachekurs lernen. Mein Ausspracheprogramm besteht aus 2 Teilen. Fange am besten mit dem Crashkurs an. In diesem Kurs lernst du alle Grundlagen der deutschen Aussprache in nur
7 einfachen Schritten. Wenn du aber richtig intensiv üben möchtest, dann bist du auch in meinem Intensivtraining herzlich willkommen. Dort lernen wir zusammen 90 Tage lang. Und auch wenn du etwas entspannter lernen möchtest, dann kannst du das gerne tun. Du bestimmst dein Lerntempo, denn du bekommst lebenslangen Zugang zum Kurs. Wenn du Interesse hast und weiterhin an deiner Aussprache arbeiten möchtest, dann klicke bitte auf die Links unten in der Beschreibung. Satz Nummer 2. Alles klar? Das sagen wir schon sehr oft, oder? Es geht übrigens nicht immer darum, ob wir etwas verstanden haben oder nicht. Dieser Satz könnte Folgendes bedeuten. Geht's dir gut? Alles klar? Achte bitte bei alles auf den ersten Vokal. Er ist kurz. Du darfst diesen Vokal nicht in die Länge ziehen. Alles. Alles. Woran merke ich das? Weil danach ein Doppel-L folgt. Vokale vor zwei oder mehr Konsonanten werden in der Regel kurz ausgesprochen. Auch hier gibt es einige Ausnahmen und diese findest du in meinem Crashkurs. Klar ist auch ein sehr interessantes Wort. Hier haben wir ein langes A. Genau, zuerst ein kurzes A in alles und dann ein langes A in klar. Um ein schönes, langes A auszusprechen, solltest du den Mund weit aufmachen. Und zwar weiter als in deiner Muttersprache. Am Anfang ist es sehr ungewohnt, aber mit der Zeit wirst du dich daran gewöhnen und immer natürlicher klingen. Klar, klar. Das K am Wortanfang zählt zu den sogenannten Plosiven. Bei solchen Konsonanten hören wir eine leichte Explosion. Dabei stoßen wir intensiv Luft aus. Hier wird dir wieder der Zettel helfen. K, K, klar, klar, klar. Alles klar? Dann weiter geht's. Jetzt kommt wieder ein ganz kurzer Satz, den wir auch sehr oft gebrauchen. Auf jeden Fall. Kommst du mit? Auf jeden Fall. Abonnierst du meinen Kanal? Auf jeden Fall. Das hast du gerade selbst gesagt. Also, mach schon. Und über einen Daumen nach oben freue ich mich auch sehr. So, dann lass uns mal die Aussprache üben. Achte bitte darauf, dass der erste Vokal bei jeden lang ist. Jeden. 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 Auf jeden. Und wie sprichst du den Vokal im dritten Wort aus? Was denkst du? Prima! Der Vokal ist kurz und knackig. Fall. Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Noch einmal zusammen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Überleg dir bitte, in welcher Situation man auf jeden Fall sagen könnte. Und schreib mir bitte deine Vorschläge in die Kommentare. Ich warte. Die Nummer 4 ist auch sehr typisch. Keine Ahnung. Warum gibt es im deutschen Artikel? Keine Ahnung. Wie wird das Wetter am Montag? Keine Ahnung. Wann kommt die Bahn? Keine Ahnung. Eine universelle Antwort auf so viele Fragen. Aber was müssen wir hier in Bezug auf die Aussprache beachten? Das erste Wort beginnt mit einem plosiven Konsonanten. Das wissen wir schon. Keine. Keine. Dabei solltest du wie bei allen plosiven Konsonanten etwas Luft ausstoßen. Keine. Das Wort Ahnung ist besonders interessant. Es beginnt mit einem langen A. Bei diesem Vokal solltest du den Mund möglichst weit aufmachen. Ahnung. Nur so wird er richtig deutsch klingen. Das Wort Ahnung endet auf den sogenannten Anglaut. Viele Deutschlerner haben Probleme damit. Deshalb habe ich mehrere Tage meines Intensivtrainings diesem Laut gewidmet. Wichtig ist dabei die Zungenposition. Die Zunge liegt unten an den unteren Zähnen und nur der hintere Teil der Zunge ist leicht angehoben, ganz leicht. Aber die Zungenspitze bleibt unten. Ahnung.
Dabei ist es wichtig, dass man kein K am Ende ausspricht. Also bitte nicht das Ahnung. Nein, Ahnung. Ahnung. Die Aussprachevariante mit einem K am Ende kommt in einigen Dialekten vor. Aber in der Standardsprache wird die Variante mit dem Ang-Laut bevorzugt. Kannst du mir diese Grammatik erklären? Sehr gern. Oder sehr gerne. Und schon sind wir bei unserem Satz Nummer 5. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen gern und gerne? Es gibt gar keinen. Beide gehören zur Standardsprache. Man hört aber öfter gern, ohne E am Ende. Und gerne ist laut Duden überwiegend in Süddeutschland beliebt. Wie spricht man denn nun diesen Satz korrekt aus? Das Wort sehr enthält einen langen Vokal. Und das R am Ende wird nicht ausgesprochen. Sehr. Sehr. Dieser Laut ganz am Ende klingt wie ein schwaches A. Sehr. Wie man übrigens das R am Wortende richtig ausspricht, erkläre ich in diesem Video. Und was ist mit gern oder gerne? Der Stammvokal ist kurz. Gern. Das R nach kurzen Vokalen wird zwar standardsprachlich ausgesprochen, aber es ist kaum hörbar. Das kannst du gern selbst beobachten, wenn du deutsche Muttersprachler reden hörst. Gern. Gerne. Gern. Gerne. Sehr gern. Sehr gerne. Und nun kannst du gern dein eigenes Beispiel mit gern in die Kommentare schreiben. Dann war's das für heute. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Video gefallen und vor allem geholfen hat. Und wenn du noch weiter üben möchtest, dann lade dir doch mein kostenloses PDF herunter. Den Link dazu findest du direkt unter diesem Video. Hast du irgendwelche Fragen an mich? Kann ich dir beim Deutschlernen helfen? Dann sag mir bitte Bescheid, schreib mir einen Kommentar und ich werde wie immer für dich da sein. Also, bleib fleißig! Übe weiter und wir sehen uns schon bald wieder in meinem neuen Video. Mach's gut, pass auf dich auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Lernst du heute noch Deutsch? Auf jeden Fall!